Hey Leute, willkommen zurück beim Berber 667. Diesmal mit dem Update für den März in 2014. 43 Posten sind es wieder geworden. Bisschen mehr als letzten Monat. Ja, ihr kennt das Spiel, ne? Kamera montieren, zeigen, was geht, was los ist, was es Neues gab. Die beiden hier sind nicht neu dazugekommen. Die habe ich nur diesen Monat überarbeitet, gepimpt. Und da erzähle ich euch auch gleich noch was zu. Also, los geht's! Mal direkt mit dem größten Stück, was dazu gekommen ist. Das ist die Castlevania Lords of Shadows 2 Collector's Edition in dem Sarg mit Belmont-Schriftzug und Familienwappen. Drei Figuren sind drin. Ein Artbook, ein exklusives Steelbook, ein bisschen Download-Gedöns. Ja, wenn ihr genau wissen wollt, wie das alles drin aussieht, guckt euch halt das Unboxing an. Habe ich schon hochgeladen vor ein paar Tagen. Dann kommen wir wieder zur regulären Reihenfolge. Wie immer das Nippes, was vorne im Weg liegt. Die neue M-Games Nummer, kurz gucken, 246 für den März. März? Für den März 2014. Wie immer mit Abo-Cover und viel, viel Informationen, Wissenswertes, Spaßiges. Sehr zu empfehlen. Dann ein RGB-Kabel für den Jaguar. Ich habe mehrfach versucht, mir selbst eins zu bauen, immer nur mit negativem oder unbefriedigendem Ergebnis. Nur habe ich eins aus England gekriegt, kurzerhand bestellt. Sehr schön, habe ich das auch. Dann noch The King of Fighters auf DVD. Ich erwarte ja nicht sonderlich viel von dem Film. Ich glaube, ich werde mit diesen Erwartungen auch nicht enttäuscht. Aber gut, für 1,99 vom Grabbeltisch kann man ihn mal mitnehmen. Geguckt wird er und vermutlich kommt er dann eh wieder weg. Schauen wir mal. Dann ein sehr schönes Teil, ein neues T-Shirt für mich. Zwar mit Metroid Design. Save the Animals nannte sich das, bei Yeti bestellt. Vor kurzem war ja hier Awesome Games Done Quick 2014 und Yeti hat dann parallel dazu immer ein paar T-Shirts rausgehauen. So bin ich an das Ding gekommen. Ich finde es halt sehr geil, weil es ist halt dezent. Es schreit eigentlich an mit hier, ich bin Metroid. Ist halt nirgendwo ein Schriftzug drauf, also quasi ein Insider-Shirt. Und ja, Save the Animals ist halt unter den Speedrunnern immer sehr beliebt. Geht dann immer, wenn es bei Super Metroid im Ende zugeht, geht es darum, so die Tiere noch retten oder nicht. Wird dann meistens mit Spenden ein wenig heraufbeschworen, dieses Ereignis. Ja, letzten Monat sprach ich davon, Tomb Raider Angel of Darkness, die Merchandise-Maschine lief da echt auf Hochtouren. So kam auch dieses Stück zustande, der Angel of Darkness, das Brettspiel. Ich habe selber noch nicht gespielt, ich erwarte auch nicht allzu viel davon. Gut, es hat mich 1 Euro auf dem Flohmarkt gekostet, dafür kann man es mitnehmen und wenn es scheiße ist, habe ich halt immer noch 4 Figuren für die Vitrine. Schauen wir mal. Ich werde es bei Zeiten mal antesten und dann mal drüber berichten, was es taucht. Kommen wir zu den PlayStation-Spielen. Fangen wir an mit der PlayStation 1. Zum einen Final Fantasy 9. Komplett 4 CDs plus Anleitung. Alles drin, alles dran. Und noch in echt fashion Zustand. 20 wurde auf dem Flohmarkt haben. 15 hat er gekriegt. Das ist okay. Das ist bei eBay. Ist das, glaube ich, auch nicht unter 20 zu kriegen. Jetzt fehlt mir noch der 7er. Und dann habe ich die drei dicken Boxen zusammen. Mal gucken, ob ich dann noch 5 und 6 und 4 gibt es, glaube ich, auch noch. Und Tactics und ach, ist, naja, Final Fantasy ist ja ein Loch ohne Boden. Dann Overblood 2, den ersten hatte ich schon. Jetzt habe ich auch den zweiten, auch vom Flohmarkt, von dem gleichen Typen geholt. Auch für kleines Geld, genau wie die nächsten beiden. Street Fighter Collection 2 oder Street Fighter 2 Collection. Da fehlte allerdings das Deckblatt, aber ne, es passt schon, ein bisschen Farbdrucker auf Fotopapier und kurz Internet gesucht und passt schon, jetzt ein neues Frontcover drin. Der Rest ist komplett. Bin ich also mit zufrieden. Ja, eine Street Fighter Collection, kann man immer mitnehmen. Und dann auch Lost World Jurassic Park Warpath, ein Prügelspiel mit Dinosauriern. In diesem Fall die EA Classics Version aus der Value Series, aber macht nichts, weil die Spine ist schwarz und so steht sie im Regal. Also alles bestens hier. Kommen wir zur PlayStation 2. Castle Shigigami 2 War of the Worlds. Nie von gehört von dem Titel. Habe ihn auf dem Flohmarkt gefunden und war umgedreht. Ein Shoot'em up. Gut, kann man mitnehmen für kleines Geld. 1,50 €. Meins. Dann Genji. Ein, wie ich finde, für PlayStation 2 Verhältnisse sehr schön aussehendes Action-Gekloppe. Bisschen Rollenspielanleihen drin und auch noch im Pappschuber. Konnte ich nicht widerstehen. Dann an Micro Machines. Ein Multiplayer Fundraiser, kann man auch nichts mit verkehrt machen. Pirates, The Legend of Black Cat, ein Piratenabenteuer noch vor Flucht der Karibik und Co. Diesmal auch mit einer Frau.
Und dann für die PlayStation 2 das letzte schon wieder. The Wise, The Ark of Mephistim, ein Rollenspiel von Konami. Und ein Rollenspiel für die PS2. Kann man auch nicht viel verkehrt machen. Das letzte PlayStation-Spiel für heute schon wieder. Für die PS3, die God of War Collection Volume 2. Inklusive den beiden PSP-Teilen Chains of Olympus und Ghost of Sparta. Das Ganze in 3D spielbar und in 1080p und naja, das Übliche halt. Passt schon, ne? Kleine Sammlung. Jetzt kann man die Dinger auch vernünftig spielen, halt auf dem großen Fernseher und nicht auf der kleinen PSP. Kommen wir zu den Nintendo-Spielen. Für den GameCube Crazy Taxi. Nochmal mitgenommen hatte ich noch nicht, zumindest die GameCube-Version noch nicht. Jetzt habe ich es auf dem Dreamcast und auf dem GameCube und auf der Xbox 360 und. Die Game Boy Advance-Version fehlt mir noch. Dann wieder ein Spiel komplettiert, hatte ich nur als Modul und Anleitung. Nun habe ich auf eBay kurioserweise wirklich das Spiel mit Box gefunden, ohne Anleitung. Jo, passt, Anleitung habe ich ja also komplett jetzt. Das gleiche hier, DuckTales. Hatte ich auch das lose Modul auf eBay Kleinanzeigen. Hat einer zwei Gameboy-Hüllen für 3 Euro verkauft. Jo, habe ich mir das geholt und bei eBay für, nicht ganz 3 Euro nochmal die Anleitung dazu. Wunderbar. Und das Ding hier habe ich zusätzlich rein, damit die im Regal schön einheitlich aussehen. Zeige ich euch auf der nächsten Boomtour dann nochmal. Und dann, glaube ich, der Fund des Monats auf dem Flohmarkt für 1,50 Euro aus der Grabbelkiste, der Mario 64 Soundtrack. 36 Tracks, wobei aber wirklich so ziemlich jedes einzelne Jingle und jedes Geräusch mit drauf ist. Also teilweise sind die dann echt nur 5 Sekunden lang. Aber passt, das Ding ist halt vollständig, finde ich auch gut soweit. Und mitgenommen. Jetzt sind wir schon bei den PC-Spielen. Hier haben wir zum einen meiner Lieblingsklassiker Civilization 2. Den ersten habe ich zwar länger gespielt, aber der zweite war auch noch grandios und ja. Ne, das Ding ist auch noch richtig schwer, das hat noch eine dicke Anleitung und CD und bla und Karte und dies und das und ja. Spielen kann man es heutzutage auf aktuellen Rechnern wohl weniger, aber es sind halt für mich echt Kindheits- und Jugenderinnerungen, deshalb musste ich es mitnehmen, konnte ich nicht widerstehen. Und dann noch ein StarCraft 2. Ein schönes Echtzeitstrategiespiel, war ich schon länger scharf drauf, halt mal zum Angucken. Und ja, endlich auf dem Flohmarkt mal gefunden, für kleines Geld für 1,50 Euro mitgenommen. Damit sind wir bei Sega angekommen. Hier haben wir diesmal einen ganzen Haufen lose Mega Drive Module. Zum einen Battle Squadron inklusive der Anleitung. Alle zusammen plus ein paar, die ich halt schon hatte, in der ganzen Kiste für 27 Euro auf dem Flohmarkt. Die Kiste kommt auch gleich noch. Also da konnte ich dann nicht widerstehen, weil ein paar wollte ich doch haben. Lakers vs. Celtics at the NBA Playoffs. Ich habe mir sagen lassen, die PAL-Version davon soll doch recht selten und teuer sein. Das ist leider die Genesis, also die amerikanische Version. Dann PGA Tour Golf. Starflight. Weiter geht's mit The Revenge of Shinobi. Ghostbusters. Michael Jackson's Moonwalker. Forgotten Worlds, auch in der Genesis-Version, macht nichts, ist code-free. Dann Crackdown. Art Alive, mehr so ein Mario Paint als wirklich ein Spiel. Dann Altered Beast, auch in der Genesis-Version. Und das, was ich eigentlich aus der Box am ehesten haben wollte, war Alicia Dragoon. Aber gut, bei dem Preis, ne, die alle plus, kommen wir noch zu. Plus dieses kleine Sega-Täschchen hier. Das Ding ist halt konzipiert. Da passen halt 7 komplette Spiele rein. Also die war nicht dabei, das ist nur Vorführ jetzt. Die Innenseite ist schön gefüttert, schön weich. Ja, halt zum Mitnehmen mit Tragegriff. Also die Box plus die Spiele plus noch ein Haufen lose weiterer Module. Ich glaube 10 Stück waren es noch extra für 27 Euro. Ja, und die ich habe, kommen halt bei eBay weg. So viel dazu. Dann noch ein Lemmings, das erste, auch für den Mega Drive. Ein schönes Puzzlespiel mit den kleinen grünhaarigen Viechern. Und damit sind wir schon bei Xbox 360. Jo, ist ein bisschen unterbesetzt diesen Monat, macht ja nichts. Zum einen Bladestorm. eBay Kleinanzeigen habe ich mir aus, auch weiß ich nicht woher, schicken lassen, aber für kleines Geld mitgenommen. Gab noch ein zweites Spiel dazu. Dann Defiance für einen Zehner, beziehungsweise bei der 3 für 2 Aktion bei GameStop umsonst gekriegt. Das gab es mit dem Bladestorm dazu, beide zusammen für 15 Euro. Das zweite Earth Defense Force Insect Armageddon. Ein ziemlich trashiges, aber irgendwie doch geiles Riesen-Insekten-Alien-Wegballerspiel. Und nur das Ding kostet halt irgendwie immer noch 20 und das ist auch nicht so günstig. Aber gut, wenn man wen findet, der sich für kleines Geld abgibt, sage ich doch nicht nein. Dann das erste 4 in der PEGI-Version.
Hab festgestellt, ich habe zwei, also 4-2, 4-3, 4 Files. Oh, der erste fehlt mir noch. Ja, rote Erdbeere, Kurzhand bestellt für 10 Euro. Oder 9 Euro, nein, 8 Euro plus Porto, also knapp 10. Ja, eine Woche später findet man ihn natürlich auf dem Flohmarkt für 3 Euro. Verdammt. Und dann auch Fist of the North Star, Cancer Rage 2. Ein Manga, den ich nie gesehen habe. Ja, ich weiß, muss ich vielleicht mal nachholen, bla bla bla. Allerdings Mangas, so mal abgesehen von Akira, sind nicht so ganz meine Welt. Aber schönes Spiel. Dann habe ich am Anfang schon erwähnt, das Super Nintendo. Nicht neu, aber jetzt gepimpt und verbessert mit 50-60 Hertz-Schalter und Lockout-Chip deaktiviert bzw. aktiviert. Das heißt also, ich kann jetzt auch Japan- und US-Spiele drauf spielen. Die Japan-Spiele haben ja zum Glück die gleiche Form. Die passen hier also wunderbar rein, die Super Famicom-Spiele. Die NTSC, die amerikanischen, passen halt nicht rein. Dafür müsste ich das Ding hier ein bisschen aufräsen. Das mache ich aber nicht, weil das finde ich extrem hässlich. Und ich habe noch keine Möglichkeit irgendwie entdeckt, das so umzubauen, dass es schön aussieht, weil dann passt hier auch die Klappe nicht mehr und alles nicht so toll. Für US-Spiele nutze ich also weiterhin meinen Adapter, aber immerhin kann ich jetzt schon mal sämtliche PAL-Spiele in 60 Hertz spielen und das ist echt geil. So, dann habe ich das noch vor ein paar Monaten gekriegt, habe ich euch schon gezeigt, das ist jetzt auch gepimpt. Zum einen, was heißt zum einen? Oh, gar kein Schalter. Ja, ja. Ich habe ihn hier vorne mit hingelegt, weil, warum auch nicht? Ne, hier ist halt der Power-Schalter, dann ist hier lange Zeit nichts. Kann man also einen Schalter zwischenbauen, Control 1 und 2. Und der Card-Input, leider ist dieses Label doch arg ramponiert. Also habe ich mir kurzerhand ein bisschen Mühe gemacht und habe mir einfach mal ein neues selber gebaut. Musste ich also 1:1 nachbauen, weil das Ding hier irgendwie als Vorlage zu finden war mir nicht möglich im Netz. Also kurzerhand alles abgemessen, hier ist der Power, 50-60 Hertz mit Beschriftung halt, Control 1 und 2. Hier ist so eine Schnittstelle, eine kleine, die man aber kaum sieht, weil ich hatte keinen A3-Drucker und Card-Input, alles drauf, wie es sein muss. Das Ding funktioniert jetzt also in 50 und 60 Hertz, was sehr schön ist. Diese Leuchtdiode habe ich mir auch noch ein bisschen gepimpt, weil da ist halt ein runder Schacht drunter und dementsprechend leuchtet halt dieser grüne Pfeil dann immer rund. Habe ich jetzt von unten ein bisschen abgeklebt, jetzt ist es wirklich nur eine Pfeilspitze, wunderbar alles. Ja, gemacht habe ich das Ding auf Fotopapier gedruckt und dann in Laminierer geschoben und das Ergebnis war sehr zufriedenstellend, habe ich verbaut. Allerdings war es ein ziemlicher Krampf, den Schalter hier vorne einzubauen, weil dahinter ist noch ein Blech und das musste auch raus und hat alles nicht so gepasst, wie es sollte. War ziemlich stressig, aber jetzt ist fertig. Gut, das war's für diesen Monat. Bis dann!